Langweilig ist niemand gern. Deshalb besprechen wir jetzt drei Tipps, mit denen du sofort zu einer interessanteren Person wirst. Wir alle wollen, dass uns andere Menschen beachten, dass sie uns zuhören und Zeit mit uns verbringen möchten. Kurz gesagt, wir wollen interessanter wirken. Wenn du als Person interessant bist, kannst du viel einfacher neue Freunde finden, bestehende Freundschaften aufrechterhalten und außerdem wirkst du automatisch attraktiver, was es einfacher macht, einen Partner zu finden. Und das Gute an der Sache? Wirklich jeder kann interessant und faszinierend sein. Und dafür brauchst du keine Heldentaten erfinden oder alle zwei Wochen in einem anderen Land leben oder in einem Raumschiff zum Mond fliegen. Tatsächlich ist es egal, ob dein Leben auf den ersten Blick ganz gewöhnlich und langweilig erscheint. Du kannst in jedem Gespräch sofort viel interessanter sein, wenn du darauf achtest, was du sagst und wie du es sagst. Besprechen wir jetzt drei konkrete Tipps, die du sofort umsetzen kannst und mit denen dir in Zukunft jeder zuhören will. Den letzten Tipp halte ich übrigens für den mit Abstand wichtigsten. Tipp 1. Deine Stimme. Genauer deine stimmliche Ausdrucksfähigkeit. Diese ist ein Schlüsselelement, damit die Menschen überhaupt erst aufmerksam zuhören. Sie beeinflusst nicht nur, dass dich andere Menschen interessant finden, sondern auch, ob sie dich mögen, dich für kompetent halten oder dir vertrauen. Denk doch mal kurz an eine Person, die so richtig unangenehm und aufdringlich spricht, dass du ihr kaum 5 Minuten zuhören kannst. Und dann vergleiche das mit einer anderen Person, der du am liebsten stundenlang an den Lippen hängen würdest. Weißt du, woher der Unterschied kommt? Im Wesentlichen liegt das an den folgenden Punkten. Tonumfang. Hier geht es vor allem darum, eine monotone Stimme zu vermeiden, da sie auf Dauer sehr einschläfernd wirkt und dir die Leute nicht lange zuhören werden. Ein sehr großer Tonumfang macht hingegen alles viel lebendiger und interessanter. Lautstärke und Betonung. Je schwerer du es anderen machst, dich zu verstehen, desto eher verlieren sie das Interesse an dir. Spreche deshalb verständlich, eher laut und betone Schlüsselworte in jedem Satz. Emotionen. Es fällt uns schwer, Menschen zuzuhören, die irgendwie selbst von dem gelangweilt klingen, was sie gerade erzählen. Wenn du stattdessen mit mehr Energie und positiven Emotionen sprichst, färbt das auf das Publikum ab. Andere Menschen wollen dir dann zuhören. Rhythmus und Geschwindigkeit. Hast du schon mal jemandem zugehört, der spricht wie ein Metronom, also jemand, der seine Sprechgeschwindigkeit immer gleich lässt? Das ist auf Dauer sehr anödend. Passe dein Sprachtempo deshalb dynamisch an, mal langsamer, mal schneller, um dir die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer zu sichern. Pausen. Wenn du eine Pause machst, dann will dein Zuhörer wissen, was als nächstes kommt. Pausen sind also ein Schlüsselelement, um Spannung zu erzeugen und um Aufmerksamkeit zu halten. Wie du vielleicht gerade hören konntest, hat die Art, wie du sprichst, einen enormen Einfluss darauf, ob dir andere zuhören wollen, ob sie dich als interessant wahrnehmen. Experimentiere deshalb ein wenig mit deiner Stimme und schau, was gut ankommt. Und noch ein kleiner Tipp. Wenn du selbst wirklich begeistert bist von dem, was du erzählst, spiegelt sich dein Enthusiasmus auch in deiner Stimme wider und das macht dich automatisch interessanter. Glaub einfach, dass du interessant bist und dann wirst du es auch. Der zweite Tipp, mit dem du sofort interessanter wirken kannst, ist eine gute Körpersprache. Körpersprache macht in etwa 60-65% der gesamten zwischenmenschlichen Kommunikation aus. Sie ist deshalb ein maßgeblicher Faktor, ob uns andere Menschen interessant finden oder langweilig. Eine Person, die, während sie etwas erzählt, stocksteif dasteht und mit ausdrucksloser Miene jeglichen Blickkontakt vermeidet, nehmen wir schnell als ziemlich langweilig wahr. Damit dir das nicht passiert, achte auf die folgenden Dinge. Lächeln. Das ist fast schon ein Wundermittel, damit dich andere sympathischer finden. Wenn du eine fremde Person auf der Straße anlächelst, wird sie fast immer zurücklächeln und gute Laune bekommen. Außerdem klingt deine Stimme automatisch viel freundlicher und offener, wenn du lächelst. Ein Lächeln ist so einfach und so wirkungsvoll, um sofort sympathischer und damit interessanter zu wirken. Klingt zwar offensichtlich, aber viele Menschen tun das einfach nicht. Blickkontakt. Wenn du Blickkontakt vermeidest und nur auf deine Schuhe schaust, wirst du es schwer haben, das Interesse deiner Zuhörer zu halten. Den Menschen, die während eines Gesprächs häufigen Blickkontakt herstellen, werden hingegen ziemlich viele positive Eigenschaften zugeschrieben. Unter anderem Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Kompetenz und emotionale Stabilität. Aber Vorsicht, zu viel Blickkontakt, also wenn du dein Gegenüber kontinuierlich anstarrst, ist natürlich auch schlecht. Gestik. Die ist enorm wichtig, um auf andere sofort interessanter zu wirken, weil du mit ausdrucksstarker Gestik viel einfacher Aufmerksamkeit halten kannst. Wir können gar nicht anders, als auf Bewegungen zu schauen, zum Beispiel auf die zeichnende Hand gerade. Wenn du ein gutes Beispiel für ausdrucksstarke Gestik suchst, kannst du dir die Videos von Christian Bischoff anschauen. Der macht das richtig gut. Übrigens, wenn du nicht nur durch deine Gestik, sondern allgemein durch deine Körpersprache ein hohes Maß an Selbstvertrauen ausstrahlst, fragen sich andere Menschen, wieso du ein so verdammt selbstsicheres Auftreten hast. Das macht dich automatisch interessanter und anziehender. Ein Video dazu habe ich dir oben rechts auf der Infokarte verlinkt. Diese ersten beiden Tipps helfen dir dabei, dass dir überhaupt jemand länger zuhört. Wenn du wirklich gut bist, kannst du damit sogar eine eher mittelmäßige Geschichte in eine richtig fesselnde Story verwandeln.
Aber es gibt auch Gesprächsthemen, die grundsätzlich interessant sind. Und darum geht es jetzt im dritten und wichtigsten Tipp. Kennst du auch so eine Person, die einfach ständig, bei jedem Gespräch, immer wieder nur über dasselbe Thema redet, die ununterbrochen über Stunden nur über eine einzige Sache schwafeln kann? Das ist quasi die Definition von Langeweile. Und wir laufen auch Gefahr, diesen Fehler zu machen und immer wieder nur über dieselben paar Dinge zu reden. Außer, wenn wir regelmäßig Neues erleben und regelmäßig neues Wissen sammeln. Neue Erfahrungen sind so wichtig, weil du damit dich selbst und deinen Blick aufs Leben veränderst. Wenn wir Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr immer nur dasselbe denken, sagen und tun, dann werden wir einfach langweilig. Was kannst du also dagegen tun? Ganz einfach. Ständig etwas Neues ausprobieren. Zum Beispiel jede Woche mit einer neuen Person sprechen, neues Essen ausprobieren, einen anderen Weg zur Arbeit nehmen, eine neue Sportart versuchen, einfach irgendwas, das von deiner üblichen Routine abweicht und idealerweise außerhalb deiner Komfortzone liegt. Wenn du regelmäßig neue und interessante Sachen unternimmst, hast du auch regelmäßig neue und interessante Dinge, über die du erzählen kannst. Aber mindestens genauso wichtig wie diese neuen Erfahrungen ist neues Wissen. Fachidioten sind langweilig, weil sie nur auf ihrem eng begrenzten Nischenthema etwas zu erzählen haben und sonst nur nickend dasitzen. Aber je mehr du weißt, desto öfter und desto mehr kannst du zu Unterhaltungen beitragen und desto interessanter bist du. Heute ist es so einfach, sich neues Wissen anzueignen. Wenn du keine Lust auf Bücher lesen hast, kannst du dir stattdessen Podcasts und Hörbücher anhören oder TED-Talks und Online-Kurse schauen oder YouTube-Kanäle wie diesen hier. Damit macht es einfach richtig Spaß, ständig neue Dinge zu lernen und so wirst du in kürzester Zeit zu einer viel interessanteren Person. Was interessiert dich aktuell? Auf welchem Themengebiet willst du mehr wissen? Darüber kannst du ganz einfach auf der Logical Lemon Website abstimmen. Dann kann ich ein Video zu deinem Wunschthema machen, damit du im Gespräch mehr interessante Sachen zu erzählen hast. Außerdem findest du auf der Website einige kostenlose E-Books, die du dir einfach runterladen kannst. Und eine Liste über die besten Bücher, Hörbücher und Online-Kurse, die ich so kenne. Den Link zur Website findest du in der Beschreibung. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.